schenkt dir die Welle, die Berge das Tal, die Wolken den Himmel, die Sterne ohne Zahl. Manchmal fühlst du dich verlassen und allein, spürst nicht die Einheit der Natur. Dann begib dich in dein Inneres hinein, leg alles ab und lausche nur. Gott ist die Liebe, er redet zu dir, durch das Säuseln des Windes, durch die Pflanze, das er schenkt dir die Berge, die Wälder, das Tal, die Wolken, den Himmel, die Sterne ohne Zahl. In der Stille offenbart sich Gottes Wort, dem, der ihn über alles liebt. Seine Schöpferkraft durchströmt jeden Ort, weil alles Edle dient und gibt. Gott ist die Liebe, zu dir, durch das Säuseln des Windes, durch die Pflanze, das Tier, er schenkt dir die Welle, die Berge, das Tal, die Wolken, den Himmel, die Sterne ohne Zahl. Pfingstmontag, den 23. Mai 1994 in Bonn. Mein göttliches Herz ist weit geöffnet für alle meine Kinder. Und ich bin es, euer Erlöser, der in allem Geschehen eure Bitten erhört. Wer mich in seinem Herzen sucht, der hat alles gefunden. Denn ich bin in euch das Allerheiligste, und ihr sollt mich ganz ausfindig machen, in euch als meine Kinder, die in allem mein Ebenbild sein sollen auf Erden. Ich bin ein lebendiger Gott in euch und durch euch, und es sollen die Ströme der Liebe, der Güte und der Barmherzigkeit durch euch den Menschen zuteil werden. Darum verstehet, was ich euch alles sein möchte. Suchet zuerst mich in euren Herzen, und alles andere wird euch dazu geschenkt werden. Meine Gnade ist so groß, dass ich sie allen Menschen spürbar schenken will. Und meine Liebe breitet sich aus über eine ganze Menschheit durch meine Kinder, die mich in ihren Herzen gefunden haben. Denn nicht im äußeren Weltgetriebe findet ihr mich, sondern in der Stille eurer Herzen, die mein Herz auf Erden sein sollen.
Wenn ich ganz in euch auferstanden bin, dann dürft auch ihr sagen, der Vater und ich sind eins. Dann ist die Zeit gekommen, wo ihr meine Wunder wirkt und noch mehr. Dann könnt auch ihr verstehen, dass ich aus Maria geboren wurde, wie ihr es erlebt habt. Gabriel brachte ihr die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geiste. Erlebet meine Kinder, die ich euch gesucht habe in der Welt, was es heißt, neugeboren zu werden aus dem Heiligen Geiste. Denn ich habe euch gesagt, wer nicht wiedergeboren wird aus dem Heiligen Geiste, kann nicht in das Himmelreich eingehen. Deshalb freuet euch, dass meine Liebe euch alles schenkt, was ihr braucht, um ganz neu zu werden aus mir. Dann dürft ihr erleben, als meine erwachsenen Söhne und Töchter, was es heißt, neugeboren zu sein aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste. Amen. Euer Vater, der lebendige Gott in euren Herzen, sagt euch diese Worte. Amen. 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 Lebendiges Wort. 24. Mai 1994, Bonn. Die neue Zeit ist die Zeit des Heiligen Geistes, das Wassermann-Zeitalter. Und meine zubereiteten Kinder dürfen dieses in ihren Herzen erleben. Alles wird in einem neuen Licht erstrahlen, und neue Erkenntnisse und Zusammenhänge dürft ihr sehen und erleben. Es werden die Menschen zu euch kommen, um Aufschluss all dessen, was geschehen ist. Dann dürft ihr ihnen alles sagen, was ich durch euch sagen will und euch durch mein Wort in das Herz lege. Der Heilige Geist ist es, der euch führt, und ihr braucht nicht mehr zu überlegen, was ihr tun sollt und was ihr reden werdet.
Alles lege ich euch in das Herz. Und die Menschen werden hungern nach allem, was ihr ihnen sagen dürft, durch mich. Ich brauche euch alle, meine Kinder auf Erden, denn ihr sollt als Lehrer der neuen Zeit den Menschen mich als liebenden Vater bringen und aus dem Heiligen Geiste handeln, zum Wohle aller Menschen. Ich sammle und rufe euch alle zusammen zu einer Einheit in mir. Und darum freuet euch, dass diese Gnade euch allen zuteil wird, weil ihr mich in euch neu entdecken dürft. Und dieses Neue ist das neue Pfingsten in euren Herzen, das ich euch durch den Heiligen Geist geschenkt habe, den Geist der Wahrheit, der Stärke, der wahren Frömmigkeit und der Selbsterkenntnis. Alles sind Gnaden, die ich, euer Vater, in euch neu entfaltet habe. Und diese Gnaden dürft ihr in eurem geöffneten Herzen entfalten, damit sie neu und bewusster euer ganzes Leben verändern können, weil ihr sie angenommen habt. Alles in euch und um euch will ich neu machen und euch die Herzensaugen öffnen für alles in eurem Leben, wenn ihr mich darum bittet. Und so nehmet dankend alles an, was ich euch schenke, und freuet euch in mir, eurem Vater, der euch innig liebt. Amen. 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 Du bist das Licht der Welt, du bist der Glanz, der uns unseren Tag erhält. Freudenschein, der uns so glücklich macht, trink selber in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wird. Bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt. Du das Licht der Welt. Stets den Tag bringt nach der Nacht, wie sie auch nach Regenwetter immer wieder lacht. So ist, wenn dein heiliger Geist in uns die Helle bringt und wenn seine Kraft uns ganz durchdringt. Du bist das Licht der Welt, Glanz, der uns unseren Tag erhält. Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, trink selber in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wird. Bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt. Du das eine Lampe plötzlich Wärme bringt und Licht, wie der Strahl der Nebelleuchte durch die Sichtwand bricht. So ist, wenn die Liebe unser ganzes Sein ergreift, wenn in uns die Gotteskindschaft reift. Das Licht der Welt, du bist der Glanz, der uns unseren Tag erhält. Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, trinkst selber in uns ein. Du bist der Stern,
Stern in der Nacht, die allem Finsteren wird, bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt, und das Licht der Welt. Letzter Tag im Chin-Shin Jutsu-Kurs mit Muriel, Mittwoch, der 25. Mai 1994 in Bonn. Alles, ja alles muss erst von euch durchlebt sein, bevor ich euch die Augen öffnen kann für meinen Liebesplan im Ganzen. Alles geht nur Schritt für Schritt, und nur die Erfahrung im Leben zeigt euch, was da alles im Unsichtbaren geschehen ist. Meine Liebe ist so groß, dass alles in diesen Sog hineingenommen wird. Und nur was die Seele im tiefsten Innersten erfährt, bringt Heil und Segen und den Glauben an mich und meine Wiederkunft im Sohn. Alles soll den Menschen offenbar werden, damit die Geheimnisse, die bis jetzt verborgen waren, offenbar werden können für alle Menschen. Meine Gnade ist so groß, dass ich sie keinem verschließen will, sondern an alle Menschen verschenken möchte, die bereit sind zu empfangen. Jede noch so kleine Liebesglut in den Herzen soll zu brennen beginnen und jedes mit Sehnsucht erfüllte Herz seine Gnaden empfangen. Darum höret, meine Kinder alle, was ich euch sagen will. Die Wiederkunft des Sohnes soll erkannt werden und damit auch die Kraft des Heiligen Geistes durch Maria und Gabriel. Und die Mutter, sie wird den Sohn bekannt machen auf die Weise, wie ich es haben will. Dieses alles geht dann sehr schnell, und es wird mir, dem lebendigen Gott, neue Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. Jede Tat meiner Kinder wird erkannt werden und der Heilige Geist alles erfassen können, weil die Sehnsucht der Herzen so groß ist, dass sie mich auf diese Erde zieht. Darum freuet euch über jeden neuen Tag und wisset, es hat alles seinen besonderen Sinn und alles seine Bedeutung im Leben. Jede Begegnung wird wichtig sein, und die Herzen werden in der Tiefe dies alles erleben und erfahren, bis ihnen die Wahrheit ganz klar vor Augen geführt und sichtbar wird. Darum freut sich mein Vaterherz über alle Begebenheiten und über alles, was ihr mit mir den Menschen bringt. Amen. In freudiger Liebe grüßen euch eure Geschwister alle, die wir mit euch sind und in den Herzen gewirkt haben, durch unsere Präsenz, die ein heiliges Wehen alles gebracht haben. Und alle Seelen, die geöffnet waren, haben den Heiligen Geist erlebt und erfahren, um die Wahrheit des Sohnes zu erleben bis in ihre Herzenstiefen. Eure Fürsten alle sagen und grüßen euch in dieser neuen Zeit des Pfingsten auf Erden. Amen. 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 Und auch ich, eure Mutter Maria, wirke mit dem Sohne in der Einheit des Heiligen Geistes mit euch die Wunder in den Herzen. Diese göttliche,
heilige Geisteskraft schließt alles mit ein, was der Welt noch fremd war. Und die Menschheit, sie wird erwachen aus allem Alten, aus ihrer Verblendung, und die neue Kraft des Heilwerdens schenke ich eure Mutter Maria allen, die mich lieben und in ihr Herz aufnehmen. Alle Menschen sollen diese Gnade erleben dürfen, wenn sie sich öffnen, und die ganze Welt soll aufatmen, weil ihre Knechtschaft aus ist und die Freude und Freiheit ihre Herzen erfüllen kann. Darum lobet und danket für diese Führungen und lasset den Segen, den ich, eure Mutter, euch in der Dualität zuteil werden lasse, strömen in alles Geschehen. Seid euch unserer Hilfe mit Gabriel vereint bewusst und singet das neue Lied im Soli Deo Gloria, der göttlichen Dreieinigkeit. Amen. 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 Diese Worte wurden gegeben um 7.30 Uhr. Thank you.
Wenn die Freude mir fehlt,
durch Dunkelheiten geht. Herr, ich lobe dich, denn du erwählst auch mich. Dein Licht ist für mich da, Halleluja. Herr, ich lobe dich, denn du erwählst auch mich. Dein Licht ist für mich da, Halleluja. Ein Wort des Vaters vom 21. Mai 1994 in Bonn. Meine Kinder werden staunen, wie ich alles führe und leite, und wie die Menschen hungern werden nach meinem Wort. Alles bricht auf in den Menschenherzen, und das Neue zieht ein in ihr geöffnetes Herz. Alle Menschen sollen Brüder werden, gleich welcher Rasse und Nation. Denn meine Liebe macht alle zu meinen Kindern. Die Freude zieht in die Herzen ein, und der Segen kann strömen, weil ihr verstanden habt, um was es geht, und nun das Neue kennt. Die neue Zeit vereint alle Menschen im Heiligen Geiste, und es zieht der wahre Herzensfriede ein in eine sonst so friedlose Welt. Doch alle, die ich gerufen, berufen und auserwählt habe, sie sind zubereitet von mir durch Leid und Not, und ich werde sie alle neu machen durch den Heiligen Geist. Die ganze Welt braucht diese meine zubereiteten Kinder, damit sie Licht in diese Dunkelheit bringen und meine Liebe weitergeben an alle Menschen um sich herum. Gnadenströme des Heiligen Geistes gieße ich aus über eine ganze Menschheit, und der heilende Geist wird alles überfluten. Die wahre Herzensfreude schenke ich euch, die ich in euch bin. Und je mehr ihr an meine Liebe und meine Gnade glaubt, umso reicher kann ich euch beschenken und euch zu Leuchtfanalen machen. Je größer der Glaube und das Vertrauen, umso mehr kann ich euch betauen mit meinen Gnaden des Heiligen Geistes. Der heilende Geist soll durch euch ungehindert strömen können, damit ich meine Wunder wirken kann und die erlebte Gnade sichtbar wird. Alles, ja alles schenke ich denen, die mich von Herzen suchen und die Liebe aus meinem Vaterherzen annehmen. Das große Geheimnis meiner Liebe ist, dass viele berufen sind, doch nur wenige annehmen wollen. Und diese wenigen werde ich reich machen durch mein Wort, das ich ihnen in das Herz lege, und durch die Wunder, die ich durch sie wirke. Alles ist Gnade, die ich der ganzen Menschheit anbiete. Doch wenige sind es, die diese Gnade erfassen und meine Liebe leben wollen. Deshalb seid in allem ganz geöffnet für alles, was ich euch schenken möchte, und empfanget den Heiligen Geist, den ich, euer Schöpfer und Erlöser, euch in dieser Zeit der Umwandlung, der Neuwerdung und Vollendung schenken will. Dienet mir mit eurem ganzen Sein, mit eurer ganzen Liebe, und seid euch bewusst, dass ich in euch alles vermag. Amen. Euer Schöpfer und Erlöser, euer Heiland. Amen, Amen, Amen. Thank you.
werden wir denn sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht? Die Gott lieben wir denn sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht? Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir die Sonne nicht. Doch schon zieht ein neuer Tag herauf, und das Licht des Morgens leuchtet auf. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Noch verwirrt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen, und dann werden wir den Vater sehen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Anschließend kam das Wort des Heiligen Geistes durch Maria. Ich, eure Mutter Maria, bin die dauernde Braut des Heiligen Geistes und die Gnadenvermittlerin. Wer zu mir mit Vertrauen und Glauben kommt, den kann ich beschenken und heil machen an Leib und Seele. Reine, klare Gedanken der Liebe und Güte schenke ich eure Mutter allen, die bereit sind, mit mir den Weg zu gehen zum Vater. Wer die Ströme dieses heilenden Geistes aus dem Herzen Gottes annimmt aus meiner Hand, ist zum Sohn geworden. Ganz gleich, ob Mann oder Frau, jedes Kind, das sich im Geiste von mir betauen lässt, spürt den Heiligen Geist, den Gnadenstrom, den ich, Maria und Gabriel, als eine Seeleneinheit euch schenken will. Alles ist von eurer Freiheit abhängig, und wenn ihr es mir nicht erlaubt, kann ich euch nicht helfen. Wer jedoch diese größte Gnadenzeit annehmen kann, den will ich als eure Mutter und Vermittlerin des Heiligen Geistes neu machen und reich beschenken. Jedes Menschenkind braucht eine Mutter und einen Vater hier auf Erden, um überhaupt geboren zu werden. Genauso ist es im Geistigen. Wer Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, als den Vater annimmt, der hat die Kindschaft erreicht. Und wer mich als Mutter erwählt hat, wird mit göttlichen Gaben ausgestattet, reich beschenkt und neugeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste. Diese göttliche Dreifaltigkeit wird dann sichtbar auf Erden. Gott als Vater, ich als Mutter und ihr alle als meine Kinder. Dann werden die heilenden Ströme fließen durch euch, weil ich euch als meine Kinder ausstatten kann mit allem, was die Menschheit braucht. Gnaden in reicher Fülle schenke ich als eure Mutter allen,
weil ihr meine Kinder geworden seid. Die göttliche Dreifaltigkeit wird sichtbar auf Erden und die Ströme aus dem Vaterherzen als Zentralstrom erkannt. Ich, eure Mutter, wirke als Vermittlerstrom und ihr sollt die Betreuer sein und beides als Betreuerstrom den Menschen vermitteln können, wenn eure Herzen ganz rein und heil geworden sind. Die göttliche Dreieinigkeit sollt ihr den Menschen bringen, die zu euch kommen, und Heil und Segen sollt ihr bringen und meine Wunder wirken auf Erden und noch mehr. Darum freuet euch, meine Kinder, dass ich euch diese Gnadenströme schenke, und lobet und danket, dass ihr das Neue den Menschen künden dürft. Amen. Eure Mutter Maria in der Seeleneinheit mit Gabriel. Amen. 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 Das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Liebe siegen, und wenn sein großer Tag erscheint, wir werden es sein wie Träumen. Resignieren, weil es nichts mehr zu hoffen gibt. Du sollst nicht sinnlos enden, Gott will dein Leben wenden, weil er dich ja unendlich liebt. Wir werden es sein mit Träumen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Komm, lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten, bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, dann heilt Gott allen Schaden, ein neues Lied wird dann gestimmt. Wir werden es sein, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus ein Wort des Vaters,
Am Pfingstsonntag, 22. Mai 1994 in Bonn. Das neue Pfingsten bringt den Menschen das neue Leben aus dem Heiligen Geist mit mir in ihrem Herzen. Alles, was meine Gnade euch schenken will, dürft ihr empfangen in eure geöffneten und zubereiteten Herzen. Gnadenströme schenke ich, euer Vater, euch, damit ihr, ausgebildet von mir in der Lebensschule, den Menschen das Neue bringen könnt. Alles, was ich durch euch den Menschen künden will, lege ich euch in das Herz. Und ihr dürft den Menschen als meine Lehrer der neuen Zeit von mir künden. Von mir, dem lebendigen Gott in euch, und von mir als dem liebenden Vater, der euch alle Zeit recht führt auf allen euren Wegen. Die Liebe meines Herzens sollen die Menschen durch euch erleben und damit meine Wiederkunft unter den Menschen. In euch will ich leben und durch euch möchte ich den Menschen begegnen, wo immer ihr auch seid, denn ich habe mich an euch gebunden. Und nun sollen eure Versprechen eingelöst werden, die ihr vor diesem Erdengang vor mir abgelegt habt. Eure Herzen sollen mein Herz sein auf Erden, und eure Hände sollen meine Taten vollenden. Eure Liebe soll ganz in mir aufgehen, damit ich spürbar und sichtbar werde durch euch, meine Kinder. Ich bin es, der euch gerufen, berufen und auserwählt hat. Und durch dieses neue Pfingsten soll ein neuer Geist der Güte, der Liebe, der Barmherzigkeit und der wahren göttlichen Freiheit auf diese Erde kommen. Saget es allen Leuten und helft, dass es auch die Blinden sehen. Wirket die Wunder, die ich euch versprochen habe, und noch mehr. Ich in euch und ihr in mir sollt den Heiligen Geist auf diese Erde bringen. Den Heilenden, Heiligen, alle Zeit bringen können. Meine Liebe sehnt sich nach meinen Kindern, die alle gesammelt werden von mir, von Ost und West, von Süd und Nord. Aus allen Nationen und Religionen will ich sie zusammenrufen, um den Leib zu vollenden. Denn kein Glied an meinem mystischen Leib soll fehlen und keine Seele verloren gehen. Ich, der allmächtige und allzeit liebende Gott und Vater, wünsche mir nichts sehnlicher, als alle meine Kinder in der Einheit des Heiligen Geistes zu sammeln, damit alle Not auf Erden ein Ende hat. Ich, euer Vater, und ihr, meine Kinder, verbunden mit dem Heiligen Geist durch eure Mutter Maria, in der Dualität mit Gabriel, will euch zu Bahnbrechern machen für eine neue Welt. Für eine Welt des Friedens, der Freude und der Harmonie. Ich in euch will wirken durch eure Herzen, wenn sie ganz rein geworden sind. Und rein werden sie durch die Selbsterkenntnis, die ich euch allen schenke als Gnadengeschenk meiner Liebe. Darum freuet euch, freuet euch, freuet euch, und lasse diese Freude hineinstrahlen in alle Menschenherzen und in diese ganze Erde, damit alles neu werden kann. Mikrokosmos und Makrokosmos,
und ich durch euch uneingeschränkt wirken kann. Dies sagt euch in heiliger Liebe euer Vater, der Schöpfer Himmels und der Erde und aller Menschen auf Erden. Amen. 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 Am gleichen Tag abends um 21.45 Uhr kam noch dieses Wort: Das neue Pfingsten, die Zeit der Neuwerdung aus dem Heiligen Geiste, schenke ich allen Menschen, die mich von Herzen lieben und deren Hingabe mich erfreut. Die Zeit der Gnaden. Das Zeitalter des Heiligen Geistes gieße ich aus auf eine ganze Menschheit, damit die Herzen mit Freude mir dienen, an dem Platz, wo ich sie brauche. Alles hat seine Zeit und alles bedarf der Vorbereitung und Reifung der Herzen, um das Neue anzunehmen. Die Wunder in den Herzen wirke ich durch den Heiligen Geist, und es werden die Gnadenströme aus meinem Vaterherzen eine ganze Menschheit spürbar erleben dürfen. Deshalb lasset alle Vorstellungen fallen und erlebet es ganz einfach. Sehet mit meinen Augen der Liebe, und ihr werdet alles erkennen und sehen, wie alles um euch neu geworden ist. Die Wunder, die ich in den Herzen gewirkt habe, dürft ihr erkennen um euch, und die wahre Herzensfreude wird alles an den Tag bringen. Darum seid euch der Stunde, die es geschlagen hat, voll bewusst und erlebet die Umwandlung im Herzen, in euch und um euch. Darum lobet und danket, dass ich alles vermag, durch euch und in euch. Amen. Amen. Amen.
wie